Die Adduktorenzerrung ist eine typische Läuferverletzung. Die 5 Adduktorenmuskeln liegen an der Innenseite des Oberschenkels und ziehen vom Hüftknochen runter zur Oberschenkelinnenseite des Oberschenkelknochens. Die sind verantwortlich für das Heranführen des Beines von außen nach innen und sind Antagonisten, also Gegenspieler zu den Muskeln des Gesäßes, vor allem die für die Abduktion, also das nach außen führen des Beines sorgen. Gute Nachricht vorab, Zerrungen gehören zu den funktionellen Muskelverletzungen. Das heißt, wenn man den Muskel in der Bildgebung anschaut oder den theoretisch aufschneiden würde, würde man keine strukturellen Verletzungen sehen, wie zum Beispiel Einrisse oder Blutungen. Man geht davon aus, dass die funktionale Verletzung für einen Muskelhartspann, also eine Verspannung der Muskulatur auf der neuronalen, also auf der Nervenebene, sorgt, was die Schmerzen dann am Ende auch bereitet. Das kann ein ziehend drückender Schmerz sein, der bei Belastung zunimmt, aber bei leichtem Dehnen in der Regel nicht zunimmt. Wichtig ist, dass man schwerwiegende Verletzungen wie zum Beispiel den Muskelfaserriss ausschließt. Also wenn es eine Einblutung gibt oder zum Beispiel eine tastbare Delle, dann sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und das abklären lassen. Ansonsten hilft bei einer Zerrung in der Regel, die Belastung zu reduzieren, weniger Stoßdämpfung auf die Muskulatur zu haben, leicht Dehnung, alles was durchblutungsfördernd ist, Kälte, Wärme, Anwendungen in der Akutphase. Wenn die Akutschmerzen abgeklungen sind, sollte man darauf achten, die Risikofaktoren zu minimieren, und dazu gehört, dass man eine gut ausgebildete Muskulatur des gesamten Beines hat, sowie der Rumpfstabilität, also die Glutealmuskulatur und die Hamstringmuskulatur entlasten die Adduktoren, sodass ich da keine muskulären Dysbalancen habe oder möglichst reduziert und damit die Belastung auf die Adduktorenmuskulatur auch reduziere. Ansonsten hilft es, sich beim Training gut aufzuwärmen, vorsichtig die Belastung zu steigern, damit ich eine gute Grunddurchblutung habe und weniger verletzungsanfällig bin. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Und wenn ihr weitere Videos anschauen wollt, schaut mal hier.